Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht mit keinem Projekt weiter. Wir machen hier nur eine Black and White Challenge, weil ich da gerade Lust drauf hatte. Und das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach hier bei den Einstellungen, könnt ihr nach Farbfilter suchen, dann findet ihr das hier. Und dann könnt ihr das hier anklicken und dann zack, ist alles schwarz-weiß. Wild. Und dann klickt man einfach ins Spiel und alles ist immer noch schwarz-weiß. Oh, das ist sehr, sehr wild. Und ich sehe mich auch schwarz-weiß da drüben auf meinem Bildschirm. Das ist auch sehr, sehr wild. Aber ja, ich habe mir hier irgend so einen Sim rausgesucht. In der Gallery. Und ja, fand die Maus ganz süß. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was wir mit der anstellen können. Es ist so gut, dass man jetzt scrollen kann, aber ich habe ein paar Augenfarben. Deswegen, ich habe keinen Plan, was sie dann kriegen wird letztendlich, ne, wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke. Also es wird schon irgendwie schön aussehen, weil ich meine, ich habe hier so coole, so leuchtend glitzernde Sachen, wo man sich so denkt, so aber ich habe keinen Plan, was jetzt was ist. Ich würde jetzt einfach mal die hier nehmen. Wir wollen natürlich versuchen, dass sie halt auf jeden Fall erstmal schwarz-weiß gut aussieht, deswegen hoffe ich dann einfach, dass sie in echten Farben dann genauso gut aussieht. Ich weiß halt nicht, was das hier für Farben sind, so, ne, aber ja, das wird schon. Wir können ja auf jeden Fall erstmal Lashes geben, weil die Lashes, die sind super wichtig in diesem Leben. Und ich würde sagen, ich ändere nochmal ihre Hautfarbe irgendwie ein bisschen. Nehmen wir die warme Töne? Komm, wir nehmen warme Töne. Machen wir so. Vielleicht so. Ja, ja, das passt schon. Kann jetzt halt gar nicht sagen, was dazu in irgendeiner Form matchen würde oder so, ne? Weil irgendwie, I don't know, ich weiß ja auch nicht, was sie jetzt für eine Augenbrauenfarbe hat. Ich weiß halt nicht, also was ihr für Frisuren stehen irgendwie, weil, also bisher sieht irgendwie alles gut aus, egal welche Haarlänge und so und ob Haare im Gesicht oder eher nicht so. Das ist immer sehr schwer, dann eine Entscheidung zu treffen. Oh wow, und die ist ja hübsch, die Frisur. Ich nehme einfach die hier. Ich habe keinen Plan, was für eine Farbe ist oder so. Ich nehme einfach irgendwas, was hier ähnlich aussieht wie das hier. Und dann hoffe ich einfach, dass es passt, weil ja, man weiß halt nicht, was das jetzt sein wird im Leben, aber es wird schon irgendwie gut aussehen. So, und jetzt schaue ich mal, was man hier so regeln kann im Leben. Ich habe halt zu viel Zeug. Ich kann halt einfach mich nie entscheiden, was ich meinen Sims geben soll, ey. Vor allem, wenn ich keine Vorlage habe von dem, was ich mir wünsche für diesen Sim. Hm. Dann kann man ja nicht mal nach einem Stil oder so gehen, weil, I don't know, man klickt halt alles an und denkt sich so, das sieht aber alles gut aus. Weiß ich nicht, in welche Richtung dieser Sim gehen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme einfach das hier. Von traumhaftes Innendesign. Weil ich habe keinen Plan von den Swatches oder so. Ich hoffe einfach, dass es irgendwas Gutes ist. Diese Hose dazu ist irgendwie wild, aber irgendwie, glaube ich, könnte mir das gefallen. Kann ich jetzt nur hoffen, dass ich die richtige Farbe gewählt habe. Und einfach so hohe Schuhe dazu. Ich hoffe halt, dass sie in irgendeiner Form dazu passen. Und jetzt schminken wir das Girl natürlich auch ein bisschen. Weil das ist der lustigste Part. Ich versuche einfach mal so ein paar Dinge. Ich habe keinen Plan, inwiefern das funktionieren wird, aber es wird schon irgendwie, oder? So, damit wäre ich soweit fertig. Ich habe keinen Plan, was für Farben ich jetzt ausgewählt habe. Und ich habe keinen Plan, ob das jetzt in irgendeiner Form matcht. So wie sie jetzt aussieht, denke ich mir so, ja. Die würde ich auf jeden Fall gerne einmal kennenlernen. Ich hoffe, dass das immer noch der Fall sein wird, wenn ich jetzt die Farben wieder anschalten werde. Ich ziehe mal das ein bisschen größer, damit ich das noch nicht sehe. No Spoiler und so. Und wir machen das jetzt aus. Alles wieder in Farbe. Sehr schön. Und ich schließe das jetzt. Ihr dürft es zuerst sehen, weil ich traue mich noch nicht. Und los. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt sehen könnte. Ich hoffe, das ist gut. Oh. Oh, oh, erstmal Mikrofon schlagen, wild. Oh, 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 wow. Okay, das ist krass. Das ist krass, das sieht richtig, 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 richtig gut aus. Wow, 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 also, wow.
Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet. Weil normalerweise passieren ganz wilde Unfälle mit Farben und so. Aber hier hatte ich echt Glück, dass ich hier so ein Pink und hier halt so ein lila Ton, weil ich finde, das matcht schon ganz gut zusammen. Und das passt auch gut zu ihrer Haarfarbe. Finde ich schön, dass sie so ein Braun hat. Und ihre Augenbrauen sind auch braun. Und ja, also dieses Blau finde ich halt schön. Und die Schuhe passen dazu. Also, weil da wusste ich tatsächlich, dass sie weiß sind. Aber diese Hose, die hat halt auch so. Ja, die ist halt so ein bisschen gräulich. Das passt halt auch. Also kann man auch auf jeden Fall machen. Wäre mir tatsächlich schon fast wieder zu viel Farbe. Also zu viele verschiedene Farben. Aber es sieht nicht schlimm aus oder so, ne? Also, und ich finde, das ist halt so ein Kontrast zwar. Aber ich finde es trotzdem schön. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ist krass. Finde ich aber echt cool. Also mir gefällt es sehr. Ich hoffe natürlich, euch und hat sie und das Video auch gefallen. Ich denke, nächste oder übernächste Woche kommt dann die Lucky Legacy Challenge. Macht euch darauf auf jeden Fall gefasst. Ich werde das auf jeden Fall dieses Wochenende aufnehmen. Das heißt, das heißt, dass ihr auf jeden Fall diese Folge von der Lucky Legacy Challenge zu sehen bekommt. Weil wenn ich es aufnehme, fehlt ja nur noch dieser eine Prozess und dann ist alles tutti. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!